Hey Leute, Chris hier. Heute wieder eine neue Folge, das Leben eines Berufsmusikers. Ich habe seit einigen Tagen ein Paket hier liegen, das hier. Und wenn es dich interessiert, was da drin ist, dann bleib dran. So sieht das gute Stück aus. Ganz schön groß. Und dann wollen wir mal ran. Als allererster Step ist natürlich wichtig, man braucht sowas, und zwar ein Messer. Und es geht los. Oh. Das ist praktisch ein Paket innerhalb eines Paketes. Kennt ihr die? Diese russischen kleinen Puppen, die sind immer, ja, je nachdem, so groß oder gibt es ja auch größer. Und dann macht man die auf und dann kommt wieder die nächste Puppe, du machst sie wieder auf, wieder die nächste Puppe und es wird immer kleiner. Ich glaube, arg viel kleiner wird es jetzt hier nicht werden. Und wenn man unschwer erkennen kann, Ibanez! Und ich bin wirklich schon mega gespannt, was da drin ist. So, und hier ist das schöne Stück jetzt mal ausgepackt und wir brauchen jetzt nochmal das Messer. Sesam, öffne dich. Ibanez AZ, also oder AZ-Serie, in diesem Sunburst-Look. Und wenn man schon unschwer erkennen konnte an dem Karton, ist das nämlich die Prestige-Serie, also nicht die Premium-Version, sondern die Prestige-Serie. Und da bin ich echt gespannt, wie die klingt. Und hier findet man das hier, wirklich unerlässlich sowas. Bei der anderen Gitarre, bei der Tallman, die ich habe, hatte ich das auch schon drin. Und ich finde die CD so unfassbar geil, dass man dann so ein kleines Set an wirklich hilfreichen Tools, Werkzeugen hier ein mitgibt. Kleine Schraubenzieher, Kreuz und Imbusschlüssel, also das ist wirklich sehr, sehr geil gedacht von Ibanez, muss ich echt sagen. Also hier an der Stelle Daumen hoch. Das kann ich wirklich kaum aushalten, die zu spielen. Deswegen werde ich mich jetzt auch verabschieden und ich melde mich gleich nochmal mit ein paar Sounds. Also ich weiß nicht, ob der Sound wirklich so durchkommt über die Kamera, aber ich muss sagen, die hat wirklich einen Wahnsinns-Sound. Und die Verarbeitung ist wirklich der Hammer. Also der Hals ist richtig schön geschmeidig, sehr smooth, fühlt sich mega geil an. Auch die ganze Verarbeitung, muss ich sagen, ist wirklich erstklassig, also exzellent. Und die Soundvielfalt ist wirklich beeindruckend. Also du hast ja wirklich durch diesen 5-Wege-Schalter, normalerweise hat man ja
für zwei Pickups eigentlich nur ein Dreiwegeschalter. Aber in dem Fall ist es hier tatsächlich ein Fünfwegeschalter. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hat man hier mit diesem kleinen Switch noch zusätzlich verschiedene Pickup-Kombinationen. Da gibt es auch eine richtig ausführliche Beschreibung dazu, was damit genau anstellen kann. Aber dadurch, ganz einfach in Mathematik, 5 mal 2, also 2 Einstellungen, also 10 verschiedene Sounds, die wir hier rausholen können. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also wirklich von der Sound, von der Funky. Also wie man hört, ich will es ja gar nicht weglegen, weil die klingt einfach so geil. Echt der Hammer. Und man kann wirklich bis zu den fetten, rockigen Sounds... Also das geht, oder man kann auch richtig drauf losschredden. Alles geht, das ist echt der Wahnsinn. Und vom Spielgefühl her, ja, wirklich. Also da bleiben keine Wünsche übrig. Ich bin wirklich sprachlos. Und das bin ich selten. Eine Frage an euch. Lasst es mich einfach in den Comments wissen, ob ich zwischen der Premium- und der Prestige-Serie einen Vergleich machen soll. Ersten Blick oder aufs erste Hören klingt die ein bisschen dunkler vielleicht von der Farbe her. Aber die schenken sich beide gar nichts. Sie sind wirklich beide toll verarbeitet. Aber ich würde gerne einfach mal wissen von euch, soll ich einen Vergleich machen oder nicht? Dann lasst es mich einfach in den Comments wissen. Bis die Tage. Ciao.